sagen, ich trage den Hoodie jetzt schon die ganze Zeit und auch gestern und vorgestern den Merch und so, der ist so kuschelig, Chat. Kann euch das nur empfehlen. Also der Vector-Hoodie, der ist ganz super. Ich habe die auch jetzt alle schon mehrmals gewaschen, um zu gucken, dass ich auch gut war. Die waschen auch super, da ist nichts weg oder super. Also auf 30 Grad zumindest. Also ob ihr auf 100 Grad wascht oder so, wer weiß. Ja, kann ich empfehlen. Ist voll Turbo-Togo. I am in control. Oh, ist auch ein altes Banger-Lied gewesen früher. This is what we're waiting for. Ich feiere ihre Sandalen irgendwie. Die erinnern mich so an Lord Jiraiya. Den verrückten, den kauzigen Bergeremiten. Macher der Mann. And in my head. Und wir setzen hier Mode-Only-Modus an. Was soll das? Weshalb? Why? What happens? What did I miss? Oh no. Is he gonna die to the Silas? Ich werde tun mit dir, du Arsch. Wenn ich schon flashen muss, kannst du Damage mitnehmen. Den Kratos auch noch. Renn, Tryndamerius! Banger Fistfight-Game auf jeden Fall. The love we shared. More! I can be so much more! Oh, Double First Strike Rock? Nochmal? Mana Flow? Ich finde, ich sollte auch Stacks bekommen, wenn ich Q treffe. Lol. Nice. Und danach Auto-Attack zweimal. Das zählt auch für Passive. Where we all came from. Hello? Dodge meinen Passive Proc. Ey Leute, wir sind ja gerade unter uns, ne? Ihr dürft niemandem erzählen, dass es. Also, ne? Aber ich habe actually keine Ahnung, wie Thunder Stacks funktionieren. Ich war so. Also, ich meine, es sind 120. Und ich krieg für Cannon was, right? Ich bin actually nicht sicher. Für zwei Hits kriege ich auch einen Stack immer, das weiß ich auch. Aber, ja. Ist es wie Victor auf Last Attack? Ah, fuck, genau. Ich habe so viel Thunder gecastet. Das dürfte nicht während Worlds morgen erwähnen. Ich weiß nicht ungefähr, wie es klappt. Aber I don't really know. Ich weiß es so halbwegs, aber nicht wirklich. Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen Halbwissen halt. Maybe I'm blind. Wenn wir jemals sterben sollten, dieses Game, lesen wir uns das durch. Aber ehrlich gesagt, ich sterbe ja nicht wirklich. Ich habe gerade daneben geworfen, ja. Ich meine fucking Spells alle daneben geworfen nach hinten. Ups. Ja, Flasche warte, ich muss aufpassen, ne? Ich kann mich raufflaschen. Ich bin fucked, wenn das passieren sollte. Ja, Mini. Wurde von Minion geblockt und dann kriegt mich der Typ gekillt, während die Sinn reinläuft. Das ist echt ärgerlich. Ach, gerade ist noch ein Treffer. Not bad. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Not heaven above. Warte, bei ihr geht nur der Damage nach oben, also muss ich ja WL2 das maxen. Ist ja gar keine Frage. Damage ist useless, ich brauche Utility.
Oh, Megan. Megan, you cry? Und der Passive Procky, es wird auf mich rauf engagen. But why does he win this so easily? By the way, bin ich so useless? Früher war ich so OP. Er hat Flash, ich kann nicht mehr spielen. Wollen wir nicht wieder Flash haben, wir haben 1 verloren, aber bald. Soon TM, wie Schuppi Gucci. Wir kriegen 120 Splinters auf Wrath. Die, ja, enhancen unsere Fähigkeiten, all das kenne ich. Aber wann kriege ich denn die Fähigkeiten? Enemy Champions within 4 seconds, 8 Sekunden Cooldown. Wir bauen, ach, bei jedem Level Up kriege ich 5 Splinters und einen für einen Large Minion. Okay, verstanden. Got it. Understood. Understood. Aber über die Fähigkeiten und die Upgrades zu sehen. Ja, die Upgrades kenne ich von den Fähigkeiten. Ich wusste nicht, wann ich die Stacks kriege. Die Upgrades sind klar. Hat sich nicht geändert, glaube ich, in letzter Zeit, oder? Der Kron wird, der Radius hiervon wird größer. Ein größerer Trichter. Das hier macht True Damage. Das hier ist mit 2 Charges. Und das hier war Execute. Und früher war es noch mehr Reichweite auf Ult sogar. Dass du mit vor allem Level, also auf Level 16 früher war das so bei Syndra, 3 Punkte Ult. Höhere Reichweite bekommen auf deine Ult. Das ist jetzt scheinbar nicht so, aber das habe ich auch eigentlich gewusst, honestly. Muss die Stacks, habe ich keine Ahnung. How do you play this? Ich bin so die ganze Zeit in Mitte am Covern. Der ist einfach immer auf mich rauf. Und wo ist meine Hilfe? Du warst dann ja auch mega der Lane-Bully. Wer ist der Champion? Junge, aber wie hat mich das gehittet, by the way? Bin ich tot, aber what the fuck? Noch links gesidesteppt. Ah, ja, I'm in control. Ja, gerade eben nicht wirklich. Ging auf die Fresse von dem Dude. Die Fresse kriegen wir keine Stacks. Wenn wir keine Stacks kriegen, werden wir nicht stark. Er brennt. Huge Rakan. Thank you. Love you. Mora. Und back to base. Leider haben wir keine Boots, weil ich das getrollt habe. Ich hätte in Boots auf jeden Fall, in Runen auf jeden Fall nicht Boots gehen dürfen. Luns oder Liandris? Schon Liandris, oder? Scheiß mal auf Luns. Liandris ist so viel besser und wir spielen gegen so viele Melis. For you here. Mit Gold? Scheiße. Hat er mehr gegönnt, der Frechdachs. A6? Warum ist er denn umgedreht? Verwirrend. Wenn Platte sterben soll, nicht Trolle. Und wir fahren eine Menge Damage, der Silas. Dann kann man Ult gerade nicht klauen. Ich habe gleich wieder selbst Ult. Mit 2 Q-Charges. War das Leben auf jeden Fall angenehmer. Nicht gebased.
In 20 CS vorne, er contestet die Wave. Die könnte da sein, er kann gleich meinen Ult klauen. Boah, Luxult komplett cracked und Double Kill. Okay. Das ist natürlich jetzt sehr bad fürs Game, aber na gut. Weil wir dann die Gegner. Der Schmochen, der noch bad, der schon Antipede von den Scheilers. Geht noch die EQ-Kombo? Geht die noch oder geht die nicht mehr? Wurde die rausgedeletet aus dem Game oder? Geht nicht mehr, scheiße. Wir müssen dringend resetten und hoch-TPen. Das heißt gleich das. Den Water-TPen, Vorsicht. Channel da noch. Aber wie es ist, die Karte sollte, war ein bisschen problematisch. Guess we die hier. Das Movement. Hält uns gerade so am Leben. Haben wir schlecht als recht. Jetzt sehen wir uns gleich diven kommen, also back to base, I guess. The Ocean brings life. Ich glaube, schon Flash hat, wenn ja, habe ich mir wieder. Ein bisschen diven. Alison? Och. Dann werde lieber den K6. Pushen die Wave raus und wollen lieber raus hier allgemein. Dann ist denn hier rüberjumpen. Und mich töten. Die suchen mich. Nice. Nice. Was geht man jetzt? Cosmic Drive? Cosmic Drive und Sorcerers natürlich. Oder was? Chat! Leandris CDR Boots und Cosmic. Aber warum denn CDR Boots? Wir haben noch bei weitem genug Ability Haste mit Leandris, Cosmic und der Mythic Passive nur. Oh, der ist tilted, wenn er den Kill nicht kriegt. Das heißt, Step. Will da ist du Silas, Sucks. True Damage auf der E, auf der W natürlich. Jo, er ist in meinem Kopf. Leider ran free. Flash leider. Ja, es ist immer hier, ist in my head. In my head. Shadowflame. Shadowflame sieht doch terrible hier aus, oder? Sind alle tanky. Warum Shadowflame? Warum nicht Cosmic Drive? Wegen Cosmic Drive? Einfach mal seine E cancel mit meiner QE-Kombo statt zu versuchen zu sidesteppen. Da müsste ich gar nichts machen. Ich will einfach gewinnen. Du Aschendust. Alter, der hat mehrere Kills in Folge bekommen, ne? Das ist echt ärgerlich. Ob dein Trüner mehr gekillt, ist noch nicht gekillt. Ziemlich strong. Und wieder. An dieser Ulti wäre auch letztes Mal gestorben. Ah, der wird den kriegen. I feel a hurt in my bones. By force of
Ich will der Cura, der kann mich hier easy killen, honestly. Das First Turret war schon geil. Ne, ist gar nicht First Turret, wir haben Top-Lantern verloren. I suppose. Ein Ravenous, der ist sehr, sehr stark, wenn er auf uns raufkommt. Ich will auch Mercs gut diese Runde, honestly. Damit ich Salus nochmal tanken kann und überleben darf. Oder Banshees das gleich im Grunde. I guess we're dead then. Nope. Bisschen für Strike, Liandris Damage, we take those. Sun hasn't died. Wieder eine Kazuman Fire für Neffen, aber willkommen. Die dir. Kommt TP, wir wollen nein. Ich bin da, wenn du mich brauchst, hast du kein TP. Ich kann eh gerade nicht feststellen gegen ihn und Dissen, also. Trolle, dass ich dann noch in Chaos reinlaufe. Ach, what am I doing? Versucht Lee Sin zu snipen, hat ihm gefehlt, verfehlt. Und dann bin ich noch in Chaos reingelaufen, aber viel Damage genommen. In Zelda ist Everfrost drin. Und Kratos ebenfalls. Schlecht von mir. My Syndra is bad. My Rise is worse. I'm G2 Perks. Das ist nicht ganz das Meme. Aber meine anderen Control-Matches waren alle clean so. Mein Orianna, mein Viktor, alles geil. Aber meine Syndra, cringe. Meine Lux war auch clean heute. Mein Bett. This power is mine to command. Mal geduldig spielen, Tolkien. Du musst nicht deep gehen. Auf den Gegner auf TP war auch nicht so geil. Ich will überhaupt die Wave TP, aber wir hatten keine Wave. And we can farm them for late game. And we should be chilling. 80 Stacks, brauchen nur 120 Splinter. Der kann halt auch move von oben. Ja, das ist Nash for, Dragforsen, Harold meine ich, meine Güte. Rotom ist eh tot. And it's not. Ich bin so schnell wieder verheiratet bekommen, Bottom Way schon da. Hätte das mein Recall? Meine W kennst du den Recall? Die W ist ja interesting. So, ich hab kein TP, er schon. Brauche noch ein bisschen mehr Farm, brauchen Stacks. Mindestens 80 wäre nice für nächstes Upgrade. Da ist unser nächster Stack. Der Kanonenvasall. Big Hit. Um mich nicht richtig nach vorne zu laufen, wegen Salas noch da sein könnte. Immer früh reinrotieren, ich bin sonst. Ach du Scheiße, genau. Ihm ausgeliefert. Shadow rettet ihn actually. Ist dann mal rein und muss rausrennen danach. Ich bin tot. Frustrierend! Haben ihn sehr outplayed, alles gesidestepped und ihn unter Turm bekommen, etc. Und dann rettet Shen ihn vor meiner Q. Ihn sonst gefinisht hätte. Und dann stirbt er am Ende nicht mal, weil ich an Kratos sterbe. Gleich zwei globale Ults, die uns hier abfacken. Aber am Ende kriegt sogar Kratos einen Solo-Kill. Das heißt nicht mal mehr ein Assist. Ja, ärgerlich.
Berg vom Feind. Deswegen hätte ich ganz gerne Kha'Zix Botzeit gehabt, aber er wollte nur Raptoren, Krux haben und dann rausgehen. Haben wir Jump? Wichtig, wichtig, wichtig. No more wars. Oh, Rakan! Hat Banner gesteht. Danke dir, Code Senpai Forever. Vielen Dank für deine Zeit, mal willkommen. Danke dir, mein Dude. Noch 40 Stacks. Dann sind wir OP. Ist noch ziemlich weit weg, aber jedes Level-Up sind 5 Stacks. Candy-Minutes sind 1 Stack und dann müssen wir Champions mal treffen. Ach, nice. Danke, Leandris. Der von die Single gegangen werden. Chen ist auch noch da. Wir sehen sein Schwert. Na, kennst du? Bisschen Q's gleich dodgen, ne? Anstrengend. Hat diesen Damage gemacht, aber ist halt schwer zu spielen. Gegen die Crew. Was? Wenn wir jetzt nicht Chaos hatten, wären sie happy. Da drinnen mehr Ult. Da bist du dann hinten. Okay. Okay. Und so blicken, dass er rein dasht. Deswegen habe ich direkt gecued. Er gewählt. Er brennt und er wird gesmited. Junge. Endlich mal ein guter Play vom Tollkühnen. Erstes Mal dieses Game, honestly. Nicht so gut gespielt bisher. Ist ja nicht so gut gespielt. Das war mal nice. Wir Kills bekommen. Gute Spells getroffen. Echt kaum Damage auf Nash, wenn Kha'Zix tankt, ne? Mein Rapper macht decent Damage, I guess, von Autotext. Da haben die Landrys tickt durch. Römer kriegt gerade den Drachen. Und nicht gerade schlecht. Junge, dauert das ewig. Ist das geil. Geil, dass Lied wieder langsamer wird. Fällt mir extrem gut. Jetzt wirklich actually sehr viel verloren haben, um Nash zu machen und sehr viel Zeit gebraucht haben, etc. Actually cool. Nash sollte ein schweres Objective sein, das mit Risiko gemacht werden sollte. Und wir wurden gerade belohnt, weil wir die Gegend halt geaced haben. Dass wir spielen durften, aber ja, allgemein sollte es halt einfach hart sein. Das ist Nash aktuell wieder, das ist cool. Mag ich sehr. Aber mal sind wir strong. Also ich war nie wirklich richtig schwach, aber ich war schon nicht strong, also nicht gut. Einfach schlecht gespielt habe. Und jetzt bin ich mittlerweile recht OP, honestly. Gleich 120 Stacks, noch 15. Der Weg ist nicht mehr weit. Ein paar Level-Ups, paar Champions, paar Candle-Minions. Eigentlich werde ich so Level 15 meinen Upgrade haben, würde ich schätzen. Oder Level 16, aller spätestens. Aber ich hoffe mal Level 15. Eigentlich ist es ganz geil, Top-Line noch zu belagern, aber drüber will ich. War das flanked? Rückt der Flank, definitiv. Schöner Kick, aber. He probably still dies. Yep. Aufpassen, bevor er gleich Kartos holt, ne? Sollte unten wollen, sind wir auf jeden Fall jetzt gleich in Reichweite. Romago von Shen, weil ich Landes auf dem Dorf hab, hinter uns CP irgendwo, sei das? Leute, nicht nach weiter hinten, please, einfach top enden.
Oh no. Das wäre gleich Bräun weg, die Pizza sein, aber eigentlich hätte sie Bräun sollen einfach resetten müssen mit Nash, genau wie ich. Also Nash ist gleich. Ja, die Trollen. Oder Tunde mehr gebased. Ey, nur eine Sieve, die stirbt, ist nicht toll, aber auch nicht das Ende der Welt. Muss basen, oder? Komm gleich hoch. Warum sterben? It's not worth it. Ja, das. Ein Leute auch noch. Nice! Die Lift. Bin ich für den Turm gestorben. Noch zwei Stacks, Level 15 sollten wir easy schaffen für 120, ne? Folge, du hast 11 Stunden auf dem Tacho. Ja, das Leben. Weißt du, wie das ist? Manchmal das Leben, du lebst dich. Ja, lass einfach ganz kurz Deathcap und 220 Stacks erfahren für Drake. Ein Kenne-Minion. Und easy und dann noch ein Kenne-Minion, aber auch nicht unbedingt, also auch ein Fight wird halt reichen, ne? Und dann ein einziges Mal zwei Leute treffen mit Spells, wenn ich in den Camion kriege. Dann kommt eh der nächste. Wir sind nach der 25. Ich glaube, ich gehe einfach direkt Base. Honestly. Zweiten Drake. Nice, bin auf 120er Power Spike. Level 15, wie gesagt. Jetzt sind wir unleashed. Gegen plus 15% increased Ability Power von unserer Passive. Nochmal von Rabadons oben drauf. Nochmal 40%. Also jetzt sehr, sehr viel stärker als vorher. Und haben jetzt auch den Execute auf der Ult drauf, nochmal oben drauf. Da haben wir schon die ganze Zeit eigentlich 100 Stacks, das wusste ich nicht. Ich dachte, das kriege ich auch erst bei 120, I didn't know. Hat es heute Spaß hier an den Midlane Games und Jungle, war richtig fun. War richtig lustige Stream-Gespräche mit Twitch-Chat. Ich jedenfalls fand die lustig. Der Kostüm hat auch richtig Freude gemacht, also ja, bis auf Top-Lane war das geil heute. Also wirklich geil. Land komplett. Dann töten natürlich das Wichtigste, gerade wenn wir für Seele spielen. Ich glaube, ich kann sogar die Base und Top-Lane verteidigen. Seele ist jetzt eh free, also. Ja. Ich hätte auch Sawwatch kaufen können, weil eigentlich will ich gar nicht Blasting Mod haben. Ich will lieber Void. Also Bleaching Leer, das Vor-Item von Void Stuff. Dann wäre Sawness besser zu haben. Schönes Game zurückgekommen, ne? War ziemlich beeint mittlerweile. Sind wir wahrscheinlich der stärkste Champion auf der Kluft. Nach K6, I guess. Hätte vielleicht gleich dreimal gankt. Dann ist hier aber nur Shen eigentlich. Kados kann mich halt ulten. Die sind jetzt totaler Spot. Ich bin ein easy Gewinn. Gerade mit Cloud so. Ja, mit Ocean. Hi. Ich habe seine Taunt-Kombo nicht ganz gecancelt bekommen, ne? Ich habe ihn zwar zurückgeworfen, aber ich hätte es einfach flashen sollen. Wenn ich Shen Taunt flashe, gewinne ich das. Muss ich besser spielen. Mein Bad. Ist nicht schwer zu spielen, honestly. Einfach den Taunt flashen. Da beide töten. Oder durch Exhaust und durch. Das Card ist ja wanted. Besser flashen. Easy win. Okay, der Flash war auch sehr bad. Neu. Jetzt nehme ich, dass sie noch rauskommt. Er hat nichts gesidestept. Gut. Ist aber nicht schwer mit Ghost, ehrlich gesagt. Trotzdem nice. Ja, Toplane gibt mir mehr. Double Taunt, 10 Sekunden mein Teleport. Ocean Sword ist ticking bei Rakan. 5 Sekunden mein Teleport. Nochmal 5 Gold für Tolkien. Boah, was ein Banger Fight. Aber jetzt kommt der Mann mit der Ult. Und Sven hat keinerlei Dingens. MR. Sehr viel Damage. Sehr viel Damage.
Das sieht ja im Late Game nicht mehr fair aus, was man da machen kann, ne? Dafür sind Early Game, Early Landing Phase deutlich schwächer als vorher, natürlich. Kleiner als drei. Bleibt mein Top-Turm anzuspielen, den wir vorhin beinahe gestorben sind, aber nur beinahe, überlebt. Irgendwie Base, sobald ein Ash tot ist, gehe ich Base. Empowered Reset, I think. Obwohl, 10 Sekunden noch bis Lee sind. Ich habe schon sehr viel Damage auf Turrets. Jetzt 700 AP dank Nash Proc. Geht man jetzt? Ich glaube nicht, dass ich Ryzen Focus oder Shadow Flame will, aber ich habe halt einen geilen Base für Hextech Alternator und Blue Pot. Ich wäre Stopwatch auch immer gut gewesen hier. Bis Enden des Games. Wir hätten was stayen können statt zu recallen, aber drinnen war Base, also. Dachte ich mir, okay, komm, nehmen wir Top-Turm und gehen Base. Fuck it. Ja, der Shen ist halt sehr tanky gegen alle, die nicht ich sind, ne? Weil er einfach Full Armor ist. Sobald ich ihn berühre, ist er tot. 800 AP. Eine Kombo von mir und Shen ist dead. LOL. Ja, nice, dass er mich damit Rekano und den Nexus reinscharmt. Feier ich. Alrighty, GG's. Geiles Game. Bin zurückgekommen. Meine Sünder ist echt nicht die beste. Meine anderen Control-Matches sind deutlich besser. Aber ich habe auch einfach nicht gewusst, wie der Champion honestly funktioniert. Ich habe heute ein bisschen was gelernt über den Charakter. War nice. Danke dem Memory und Chico Senior. Vielen Dank für eure Subs. Willkommen.